Ja, hallo und herzlich willkommen zurück in Night City bei Cyberpunk 2077, wo wir in der aktuellen Mission Violence von einer Chromfrau, um das mal so zu sagen, beauftragt wurden, Beweise dafür zu finden, dass sie von ihrem Partner, wohl einem berühmten Menschen, den wir vorher nicht kannten, betrogen wird. Ja, wir sollen Beweise finden und dazu jetzt am Abend mal hier im Club schauen. Und da wir erst am Abend in den Club schauen sollen, müssen wir hier mal ein bisschen die Zeit vorspulen. Es ist 8 Uhr, 12 Stunden wäre 20.18 Uhr. Ich würde mal sagen, 12 Stunden ist gut. So, es ist Abend, die Sonne beginnt unterzugehen. Mal schauen, ob wir hier schon reinkommen oder müssen wir uns vielleicht sogar hintenrum durchschleichen und kommen gar nicht durch den Haupteingang. So, ich stelle mich mal brav hinten an. Sagt ruhig typisch. Fragt nach Liam, optional. Und finde Beweise für Liams Treuebruch. Darf ich? Danke. Wenn die nicht vorgeht, dann mache ich das. Siehst okay aus. Geh rein. Kein Ärger, ja? Ich suche einen Mann. Liam. Liam Northam. Weißt du, wo ich ihn finde? Ich weiß, dass du dich ficken kannst. Ich rede nicht. Okay, aber ich darf trotzdem noch rein. Danke. Oh, denk nochmal drüber nach. Faustkampf. Nein, nein. Pass auf, es ist wichtig. Na klar, dir vielleicht. Mir ist das völlig scheißegal. Ich hab noch eben gefragt, warum erfülle ich hier die Optionale nicht? Na gut, ich kann ja vielleicht noch andere fragen. Sieht auf jeden Fall schon mal wieder nach einem interessanten Club aus. Eieiei. So. Und geh mal weg da. Ja, ich wollte dich nicht umrennen. Tut mir leid. Nee, tut mir nicht leid. Wer ist der Love? So, bist du mit mir? Nein. Das ist schon wieder gut Party. Die sind schon am frühen Abend fix und fertig scheinbar. Okay. War ich hier schon mal im Riot Club? Na gut. Wir tanzen auch ein bisschen. Ein bisschen Spaß muss sein. Das ist die Welt voll Sonnenschein. Und jump, 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 jump. Wahrscheinlich bringt mir das unterm Strich nichts, außer vielleicht Tanzskills. Vielleicht brauche ich die später nochmal. Dance Level 12 oder so. Okay, Schluss jetzt. Man wird schon schwindelig beim Zugucken. Soll ich mal mitsingen? Oder die Musik machen? Oder kannst du mir sagen, wo ich den Klienten oder wo ich den zu beobachten empfinde? Die Karte sieht verdächtig aus wie in der vorletzten Folge. Oder was in der letzten Folge? Bei dem Typ, der den Koffer offen hatte. Im No-Tell-Motel.
das Funke Saphir? Na, wird da eben was angezeigt, was ich nehmen kann? Naja, ich glaube nicht. Gut, dann wieder raus und die Treppe rauf. Das ist ein ziemlich kleiner Club, wenn das alles war. Na, wahrscheinlich geht es oben noch weiter. Hiroshi Optics, ach so. Hier unten wird gedanced, oben wird gesoffen. Nur für Angestellte. Wenn man einen Code hätte. Ich könnte es natürlich auch hacken. Später. Mein Skill-Level wäre hoch genug. Hier reichen meine technischen Fähigkeiten. Ist doch prima. So, ist das dein Essen? Champagner in den VIP-Raum. Jetzt gehört's mir. Okay. Ich bringe nur schnell zu Streit die Rechnung. Wo gibt's denn hier den VIP-Raum? Hallo. Der Winter kommt. Ich spür's. Würdet ihr sowas im Club sagen? Ich nicht. Aber es gäbe die Chance zu sagen, lass mich dein Mantel sein. Gute Musik. Perfekt zum Arbeiten. Echt? Ich filter die Musik und andere Geräusche raus, seit ich hier arbeite. Ansonsten wäre ich schon lange taub. Viel zu tun heute, hm? Ja, verdammt viel. Kein guter Abend, wenn du dich bei mir ausheulen willst. Okay, dann kommen wir mal direkt zur Sache. Ich suche Liam. Liam Northam. Ach, der. Scheiße. Kann den Lappen nicht ausstehen. Geizig mit Trinkgeld. Ja. Und ein Arschloch hoch 10. Sein Output ist noch schlimmer. Output, hm? Interessant. Wo ist er denn jetzt? Du weißt, das kann ich dir nicht sagen. Na gut, komm. Es ist wichtig. Es ist wichtig. Glaube ich gern. Siehst nicht aus, als würdest du dich mit Kleinscheiß aufhalten. Aber ich kann nicht. Sorry. Gut, versuchen wir es mal mit Kohle. Wie wär's, wenn ich zahle? Ausgleich für die mickrigen Trinkgelder. Im VIP-Raum mit seinem neuen Output. Hat Champagner bestellt, also ist es eine Party. Mit neuen Output. Aber das hast du nicht von mir, klar? Klar. Da wäre ich aber auch selber drauf gekommen, im VIP-Raum zu gucken. So, geht zum VIP-Bereich. Der da hinten ist. Zugriff gewährt. Stand grad. Zugriff gewährt? Konnte ich das nicht vorhin noch hacken? Bevor ich dem Typ da 2000 Tacken gegeben habe? Okay. Hier ist aber noch nicht im VIP-Bereich, oder? Transanal Express mit 3x, okay, bitteschön. Hier, gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Wenn wir schon mal hier sind. Ist doch bestimmt noch irgendwas Interessantes. Nicht? So ein großer Raum ohne irgendwas? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Die Türen sind alle zu. Gut, manchmal ist auch nicht schlecht, wenn die Türen alle zu sind. Medkit. Okay.
Okay, nichts Interessantes. Ich kann mit dem Aufzug runterfahren. Ja, guck mal, hier ist noch was. Seltene Itemkomponenten zum Herstellen. Das hat sich doch schon mal gelohnt. Warum habe ich die denn vorher nicht gesehen? Gut, nicht schlimm. Ich will aber noch gar nicht mit dem Aufzug runterfahren, sondern ich möchte erstmal auf der anderen Seite auch noch gucken. Plötzlich habe ich überall drauf Zugriff. Nicht gut. Mitarbeiterausweis. Aha. Neue Zugangskarte. Gucken, wo ich die vielleicht noch brauchen kann. Kann ich ja schon gelohnt haben. Lass mich raten, da oben ist eine Toilette zumindest. Dann sind ja die dementsprechenden Fliegen. Nee, tatsächlich kommt man hier noch. Ah, komme ich dann wieder rein, wenn ich hier rausgehe? Das lasse ich erstmal. So, stattdessen fahre ich auf der anderen Seite mal mit dem Aufzug runter. Vielleicht kann ich mir das hier zum Schluss noch anschauen. Das Außengeländer, falls mich das überhaupt irgendwo hinbringt. So. Wo fährt mich der Aufzug denn hin? Das hier geht's in den VIP-Bereich oder was? So. Backstage. Backstage. Erdgeschoss. Wo geht denn der hin? Okay. Was haben wir denn hier? Mann, ich hab schon wieder vergessen, wie das Hacking funktioniert. Noch ein Mitarbeiterausweis. So, Gast XDR. So, Dateien. Riot, VIP-Raum. Und? Kann ich nicht aufmachen, oder? Riot VIP Aufzug, Riot Club. Na, wahrscheinlich sind dafür die Karten, die ich habe. Lokales Netz Aufzug an, Überwachungssystem online. Ausschalten. Na. Okay. Ist auch noch ein Aufzug und der geht. Wohin? In den VIP-Raum? Da, der geht in die VIP-Lounge. Was gäbe es denn hier theoretisch noch zu sehen? Okay, hier gibt es noch eine Garage. Nee, hier geht es nach draußen. Okay, also in die VIP-Lounge. Ein ganz schöner Umstand, um da hinzukommen. Kein Ärger. Champagne. Hey, was hast du hier zu suchen? Konfrontiere Liam optional. Prüfe die mit Computer verbundenen Kameras. Finde Beweise für Liams Treuebruch. Mit die Computer verbundenen Kameras prüfen. Sorry. Falsche Tür. Mehr als falsch. Raus, bevor ich die Security rufe. So, verlasse ihn. Oh, Scheiße. Habe ich das eben richtig gehört? Mhm. Der Typ geht auf jeden Fall fremd. Weiß nicht. Ich meine, klar, der hackt was aus, kein Zweifel. Aber das gerade? Da ging es um was anderes. Nebensächlich. Lizzie sollte sich auf jeden Fall von ihm fernhalten.
Auf dich wird sie kaum hören. Mhm. Deshalb brauche ich die Aufnahmen von den Sicherheitskameras. So. In den Sicherheitsraum. Haben wir doch schon, oder? So, Violence. Klau die Überwachungsdaten des Clubs. Ich noch konfrontieren, sonst ich habe die Option noch nicht so schnell gefunden. Habt ihr ja gesehen, da lief der Balken rückwärts. Und ich denke mal, danach wäre es zu einer Schießerei gekommen. Das passiert schon häufiger mal, wenn man sich nicht schnell genug entscheidet in dem Spiel. So. Remote übernehmen. Okay, er hat die Hände zumindest mal bei sich. So, Kameranetzwerk. So, gescannt habe ich. Da unten ist auch noch was. So, Security, Dickschädel. Kann ich auch hacken, sie rüberrufen. Ja, aber ist ja nicht nötig. Wie brauche ich denn die Überwachungsdaten? So, nächstes Gerät. Kann ich Leute hier noch scannen? Tür. So, außen werden wir wohl nichts Besonderes zu sehen bekommen. Schädel. Wahrscheinlich werde ich auch nicht alle Leute scannen müssen hier. Tasha Carter. So, nochmal die Kamera von der anderen Seite. Asa Risu. Eine Kamera, okay. So, die hatten wir schon. Scanner, optischer Zoom. Verlassen. So, ich muss mich da irgendwie einstöpseln, ne? Daten stehlen. Nicht so, sondern F gedrückt halten. Na, oder da, was habe ich denn falsch gemacht? Achso, nochmal einmal kurz F drücken. So, Lizzie anrufen. Gut. Anrufen. Nicht eine Nachricht schicken, anrufen. Machen wir. Was für ein Vorschaubild. B, was gibt's? Ich habe Infos zu Liam. Und? Hatte ich recht? Gut, ich kann ja nichts anderes auswählen. Sieht so aus. Hab ihn mit einer Frau im VIP-Raum erwischt. Hatten Champagner. Und? Worüber haben Sie geredet? Weiß ich doch nicht. Weiß nicht. Wahrscheinlich haben Sie nicht lange geredet. Dürftige Infos, aber genug.
So, damit habe ich dann die Mission Violence abgeschlossen. Und jetzt bin ich am Überlegen. Ich fahre nochmal hierher zurück, Backstage. Ich will nochmal gucken, ob es da am Dach noch irgendwas Interessantes gibt. Ich schalte aber hier schon mal wieder im Journal auf die Nebenmission Alike Supreme. Damit wir dann endlich mal zu unserem Samurai-Konzert kommen am nächsten Tag. So, aber was ich gucken wollte, hier war doch irgendwo eine Tür, die nach außen ging. Was habe ich denn hier für eine Anzeige plötzlich? Eine Anzeige. Türterminal. Wo war denn? Das war auf der anderen Seite, nicht wahr? Warum komme ich denn gerade nicht an meine Waffen? So, erstmal alles wegstecken. Habe ich denn dieses Zielkreuz da aktiviert? Das gefällt mir so nicht. So, hier ging es doch irgendwo raus. Genau, jetzt wo wir alles erledigt haben. Können wir hier mal schauen. Ach, nee, ach, hier hätte ich auch reinkommen können, theoretisch, oder? So, zack. Dann komme ich da zu meinem Auto zurück. Kommen wir denn hier noch irgendwo lang oder rüber? Ah, zumindest mal hier rüber. Da ist das, weil ich den Zoom anhatte. Verdammt nochmal. Weg mit dem Fadenkreuz. So. Lizzie Wizzy, danke für deine Hilfe. Du hast eine Überweisung erhalten von Unbekannt. Ja, bitteschön. Wie gesagt, manchmal kann es sich lohnen, in die hinterletzten Winkel des Spiels zu laufen. Manchmal aber auch nicht. Hier scheint es sich jetzt nicht unbedingt gelohnt zu haben. Oben kennen wir vielleicht noch Raum, aber das bringt uns ja nirgendwo hin. Kommen wir hier vielleicht noch zurück? Nee. Hier ist dann Ende. Hier können wir uns dann noch hier über die Lüftung. Wo war sie denn? Da vorne. Uns nicht die Haxen brechen. Wieder abseilen. So, wie spät ist es mittlerweile? 22.59 Uhr. Ja, das heißt es ja wirklich. Abwarten, bis ich angerufen werde. Und da werde ich jetzt in der Zwischenzeit aber keine neue Mission annehmen. Also ich denke mal, wir werden dann in der nächsten Folge wahrscheinlich noch ein Golden Girl. Oder ist das ein Golden Guy? Joseph. So, jedenfalls denke ich, werden wir dann in der nächsten Folge hoffentlich erleben, ob das Konzert der Samurais stattfindet oder nicht. So, hier sind wir wieder auf der Vorderseite des Clubs. Da ist meine Karre geparkt. Taschenbecher, immer alles mitnehmen hier. Dann plötzlich, ja, jetzt kann ich auch die Karten aufnehmen. NASA Valentino, Foray in Pacifica. Was denn vorhin schon alles da? War ich einfach nur so blind? So, kann ich jetzt den Kartenstapel nehmen? Nee. Da hat sich jetzt nichts dran geändert.
Gut, ich will die Folge auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis hierher bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.